Loben ein richtiger Bergserlebnis. Das ist schon ein erhabenes Gefühl, wenn du da oben sitzt, nachher auf dem Kreuz zu und das lang geschafft hast, ist schon ein Traum gewesen. Ich glaube, die Essenz des Fliegens ist in jedem Menschen ein wenig verankert. Egal wer das ist, jeder hat schon mal über das Gefühl nachgedacht, wie wäre es, wenn man fliegen könnte wie ein Vogel. Ein Leben ohne Klettern kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin Florian Riegler, Kletterer aus Leidenschaft. Was der Mensch am Berg erlebt, erlebt in Wahrheit nur er so. Gefühle von Angst, Selbstzweifel, aber auch absolutem Glück. Warum machen wir das? Seit 25 Jahren gibt es keinen einzigen Tag, an dem ich nicht ans Klettern denke. Es ist Teil meiner DNA. Ich möchte herausfinden, warum Menschen ihre Passion so intensiv leben. Ich möchte so nah wie möglich an ihre Geschichte, Kälte und Exposition förmlich spüren. Um das herauszufinden, begleite ich Freunde von mir. Also für mich das Schönste ist, stundenlang auf einen Berg zu gehen, mich dann an die Kante zu stellen und dann innerhalb von 2 Minuten wieder am Ursprungspunkt von meiner Reise anzukommen. Ja, ich glaube, die Natur des Menschen ist es sicherlich nicht, dass man von einer riesengroßen Wand ins Leere springt, weil es einfach schlicht und einfach nicht Normalität ist. Es ist nicht normal. Wir sind alle an den Boden gebunden, oder? An Wege. Man geht eigentlich beim Klettern schon aus seiner Komfortzone, indem man sich einfach vertikal wo hinauf bewegt. Wie ich als Bub am Berg war und dann immer wieder öfter selbstständig klettern gegangen bin, habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, wie möge es wohl sein, von dieser Wand runter zu springen oder von dem Berg runter zu fliegen. Basejumpen ist später gekommen, würde aber sagen, hat mein Leben sicher mehr oder weniger bereichert und auch ein bisschen auf den Kopf gestellt. Das Wesentliche ist die Freiheit, die ich spüre am Berg. Und das kann ich in einem Ort ausleben, wo es keine Regeln gibt. Klar gehe ich auf den Berg, springe runter und wenn irgendwas an dem Management, an dem Risikomanagement nicht passt, trägt das Konsequenzen mit sich. Aber ich würde nicht sagen, dass der Sport risikoreicher ist wie was anderes, sondern die Intensität und die Vorbereitung bedarf einfach viel mehr Genauigkeit und viel mehr Zeit. Ich habe das Glück, dass ich eine Frau habe, mit der ich viel unterwegs sein kann, viel Bergsteigen kann, die das intensive Hobby-Basejumpen mehr oder weniger akzeptiert. Ja, in Michi habe ich in einer Bar kennengelernt. Ich habe dort gearbeitet und wir sind zu der Zeit 2 verschiedene Welten aufeinander getroffen. Er war der freiheitsliebende Mensch, viel der Abenteurer. Ich habe eher ein konservatives, schlichtes Leben geführt. Und das war natürlich das, was mich dann total begeistert hat. Und das Größte für uns zwei ist, wenn wir gemeinsam klettern. Der Traum ist es für mich, mit meiner Frau so viel Zeit wie möglich zu haben, gute Zeit zu haben, unterwegs zu sein, sie
Länder, verschiedene Länder anschauen, Natur anschauen, mit Menschen zusammen sein. Ja, und das gemeinsam machen zu können. Ja, er ist nebenbei einfach der Abenteurer, der mich voll motiviert und mich eigentlich jetzt dazu gebracht hat, dass ich selber die ganzen Leidenschaften für mich entdeckt habe. Und er ist eigentlich der, der mich dazu gebracht hat. Ich glaube, es ist auch wichtig zu wissen, dass, wie ich Michael kennengelernt habe, da habe ich Basejumpen. Was ist Basejumpen? Ich habe Basejumpen gar nicht gekannt. Der Michael hat mir ein Video gezeigt von einem Mau in einem schwarzen Flügelanzug, der dort einfach vom Berg abgesprungen ist. Und da hat er dann gesagt, ja, das ist das, was ich auch machen möchte. Das ist mein größter Traum und das Ziel, das ist mein Ziel und da möchte ich hin, das möchte ich machen. Also da habe ich hab einen Menschen kennengelernt, in den ich mich voll verliebt habe und dann sagt er mir, er möchte Basejumpen. Ich habe Angst um ihn gehabt, ich habe Angst um unsere Beziehung gehabt und habe es halt in der Zeit eher negativ behaftet. Er bereitet sich auf das irrsinnig gut vor und das ist auch das, was mich nachher so beruhigt, wo ich weiß, es ist akribische Arbeit, ja. Er geht da nicht nur auf und springt runter. Die Sekunden vor dem Absprung, das sind wahrscheinlich die ruhigsten Sekunden jedes Mal in meinem Leben. 3, 2, 1, see you! Die Dolomiten bieten beinahe unendliche Klettermöglichkeiten. Es sind die ideale Spielwiese für Kletterer. Zwei selbstbewusste Frauen auf der Suche nach ihrem nächsten Abenteuer. Die Sella-Gruppe ist aus einem einzigen alten Korallenriff entstanden. Hier zu klettern ist ein besonderes Gefühl. Das Abenteuer beginnt außerhalb der Komfortzone. Alles, was im urbanen Raum wichtig war, ist hier oben belanglos. Also ich habe mit dem Klettern so mit 3, 24 begonnen, weil ich nach ganz vielen Jahren Volleyball endlich aufgehört habe, eben Volleyball zu spielen. Und ich habe das Klettern schon mal mit 16 probiert. Da hat mir ein Kollege einfach mitgenommen und später habe ich dann das wieder angefangen und dann hat es mir brutal gut getaugt. Eben das Gefühl von Freiheit, einfach eben vom Boden weg zu sein und mich ganz auf Bewegung zu konzentrieren. Es hat mich fasziniert und jetzt klettere ich eigentlich schon ganz viele Jahre. Allein in der Wand, ganz auf sich gestellt. Sie müssen jetzt alles richtig machen. Es zählt nur der Augenblick. Und alles hängt von Ihnen ab. Wie ich 12 Jahre alt gewesen bin, ist die Kletterhalle in Meran eröffnet worden. Meine Mama hat mich auf den ersten Kurs eingeschrieben und ich war von Anfang an eigentlich total begeistert, habe dann die anderen Sportarten gelassen, die ich als Kind eben betrieben habe und habe mich von, sagen wir, Anfang an eigentlich leimer aufs Klettern konzentriert, weil mir das einfach am besten gefallen hat. Ich schätze mich sehr, sehr glücklich, dass ich das darf als Beruf, was sie am liebsten tue.
wenn ich nicht Kletterprofi war, dann nehme ich mal an, dass ich in meinen Job arbeiten, also Agrarwirtschaft. Ich habe es sehr wichtig gefunden, in dem Moment zu studieren und mich fortzubilden. Und gleichzeitig hat aber natürlich mein Herz fürs Klettern geschlagen. Und ich habe während meiner Studienzeit wahnsinnig viel Zeit ins Klettern investiert. Auf der anderen Seite sind meine Wettkampferfolge und meine Erfolge beim Klettern alle mehr geworden. Und so habe ich halt dann im Job eigentlich allem ein bisschen abgebaut und das Klettern ausgebaut, bis ich dann zum Schluss eben mit der Arbeit aufgehört habe und mich jetzt seit 5 Jahren eigentlich einmal aufs Klettern konzentriere. Der Grödner Überhang ist auch für sehr gute Kletterer eine Herausforderung. Die Frauen versuchen sich nicht am Seil oder den Felshaken zu halten, sondern nur den Fels als Griff zu verwenden. Nicht was, sondern wie sie klettern, interessiert die beiden. Ja, Kind, Arbeit, Klettern. Wenn man sich das eben vornimmt und motiviert ist, dann bringt man eigentlich meistens alles unter einen Hut. Auch wenn oft einmal das eher Klettern zurückstecken muss als die anderen zwei Sachen. Und vor allem logisch, das Kind. Die Tage, die man beim Klettern verbringt, wo man nicht unbedingt irgendetwas durchsteigt, sondern einfach einen schönen Tag mit Freunden im Freien verbringt, in die Berge, in einen schönen Ort, die finde ich wahnsinnig wichtig und von der zehre ich dann eigentlich auch wieder. Warum ich kletter? Ich denke, das Klettern ist einfach drin in mir. Als Kind bin ich schon auf jeden Baum und auf jeden Steinhaufen geklettert. Es gibt wenige Tage im Jahr, wo ich eigentlich keine Lust zum Training habe. Meistens mache ich es wirklich gern. Ein Leben ohne Klettern kann ich mir auch nicht vorstellen. Der Bergunfall, der mich am meisten mitgenommen hat, war sicherlich der Unfall von Tom Ballard letztes Jahr. Ich habe mit ihm in den letzten Jahren öfters geklettert, sowohl zum Dry-Tooling als auch zum Felsklettern. Und ja, es ist wahnsinnig schlimm, wenn jemand so Junges von einer Bergtour nicht mehr zurückkommt. Und man fragt sich dann schon auch, warum das so passieren hat gemerkt. Die Entscheidung, selber mit dem Klettern aufzuhören, hat sich aber trotzdem nie gestellt. Angst beim Klettern hängt von der Tagesverfassung bei mir ab. Es gibt Tage, wo ich beim Sportklettern wirklich Angst habe, auch wenn ich spät klein bin, dann geht gar nichts. Und Tage, wo man einfach im Flow ist und dann geht gar alles. Vor ganz vielen Jahren in Yosemite habe ich das erste Mal probiert, Draht zu klettern und Friends zu legen. Und wollte mir eine hocken geben in einem Friend, um einfach zu rasten, weil mir so viel schwer vorgekommen ist. Und dann ist der Freund halt außer und mein Partner hat mir ein bisschen geholfen, indem er so eingezogen hat. Und ich bin aber mit dem Kopf voraus gestürzt und haben mir dann das Handgelenk gebrochen. Beim Sportklettern danach habe ich halt einfach lange Zeit volle Angst gehabt und dann musste ich daran arbeiten. Ja, nach dem Sturz. Genau seit Jahren ja Sabbatjahr gehabt, also das ganze Jahr Zeit zu klettern. Aber im Winter in Spanien war, habe ich allem leid vor lauter Angst. Und dann habe ich mir wirklich gedacht, ich lasse es jetzt mit dem Klettern. Und dann habe ich gesagt, so, oder ich lasse es jetzt von heute auf morgen, oder ich klettere einfach jeden Tag bis an meine Sturzgrenze. Und dann ist es wieder aufwärts gegangen. Hier drauf halt nicht alles, gell? Wenn man jetzt ehrlich ist.
Ja. Für mich ist Johannes einer der besten Eiskletterer Europas. Niemand bewegt sich so wie er. Trotzdem findet man ihn nicht auf Facebook oder Instagram. Sponsoren hat er auch keine. Begeisterung und Hingabe sind sein Antrieb. Meine Bergleidenschaft kann eher im Winter ausleben, weil Tim ist einfach von der Arbeit her in der Landwirtschaft mehr Zeit. Immer eine relativ Freizeit, kann ich auch unter der Woche mal einen Tag frei nehmen, wenn die Verhältnisse passen. Der Ortler ist der höchste Berg Südtirols mit 3905 Meter. Seine Nordwand ist die höchste Wand, Eiswand der Ostalpen mit 1300 Höhenmeter und den ich mittlerweile schon bald 15 Mal gemacht. Ortler Nordwand gehe ich halt wieder. Mich fasziniert es halt wieder. Und im Laufe der Jahre die Verhältnisse ändern sich. Es wird immer weniger Eis. Es wird deswegen nicht leichter. Aber es ist ja genug da, wenn es allem wieder gelingt. Ganz allein am Berg unterwegs zu sein, ist wohl die intimste Weise, ihm zu begegnen. Man wird älter, es sind 30 Jahre oder mehr vergangen. Aber es geht allem noch und das macht mir allem noch Spaß. Solange es konditioneller Bock, wird es mir allem wieder da erziehen. Am mächtigen Ortler mag der Mensch nur winzig erscheinen. Doch die Erfahrung dabei ist riesig. Die Nordwand mache ich meistens allein, weil es ist einfach wichtig, schnell zu sein, so kurz wie möglich im Gefahrenbereich aufzuhalten. Wenn du mit Kletterpartner gehst, dann musst du fast sichern. Und sichern ist einfach da ein höllischer Mordszeitaufwand. Deswegen ist einfach mit zwei Pickel und so schnell wie möglich vorrücken unter Beschuss. Mein Motto, man geht halt mit dem Deckern, wo es geht. Und die schwierigen Passagen, die Engstellen, die musst du relativ schnell gehen, dass du aus dem Gefahrenbereich schnell draußen bist. Ich weiß, dass er auf Nummer sicher geht und nicht unbedingt in den Ort auch muss, dass er schon schaut, ob alles stimmt und zusammenpasst und zuschaut umgekehrt. Ist da am Ortler mein Bruder tödlich verunglückt. Ein Jahr darauf ist da mein guter Kollege, der Christian, beim Eisklettern in Kolfusch verunglückt tödlich. Das sind schon zwei Sachen, die es einen ziemlichen Bremser gibt. Nachher überhaupt schon an zu überlegen, ob das wirklich das wert ist, das Bergerleben ist. Aber so langsam hat man mit daran zu starten. Begeisterung für den Berg, die bleibt allem noch nicht. Das ist logisch im Hintergrund allem der Unfall, aber. Wohl, ich verstehe es schon, für ihn ist das alles. Und deswegen denkt man, als ein erwachsener Mensch, weil oft ihre Sohn auch das tun und lässt, das tun. Aber das muss er für sich selber entscheiden. Das erste Mal bin ich mit meinem Schwiegervater, Howard, der hat mich auf den Normalweg eingeführt. Und dann habe ich den Nordwand gesehen und dachte, das kann doch nicht so schwierig sein. Das muss ich mal machen. Musik 1989 ist ein schneearmer Winter gewesen und wir haben gehört, dass die Nordwand relativ gut gehen. Aber in dem Tag ist es nicht gegangen, weil es ist die Nacht beim Aufstehen, der Start ist um 2 Uhr, ist ja eine Wolke oben gewesen und die Wolke hat uns ein bisschen Sorgen gemacht, wenn das Wetterschlag kommt. Dabei war am nächsten Tag ein Traumwetter und da sind wir schon ein bisschen enttäuscht gewesen. Zwei Tage drauf bin ich allein auf Nacht reingefahren. Ich meinte, das muss ich machen, das ist jetzt einfach die Zeit da, das passt. Und irgendwann einmal ist durch einen langen Zustieg und die Kondition auch nicht die optimale gewesen. Und ich werde nach Hause gehen, und ich umgedreht, kam daheim angekommen. Am nächsten Tag wieder der gleiche Drang. Das gibt's nicht, das muss ich machen.
bin ich auch. Und dann gesehen, sind acht Leute schon auf der Hütte gewesen. Und dann gesagt, da muss ich vor der E starten, weil das war zu gefährlich mit dem Eisschlag. Und dann bin ich um 2 Uhr die Nacht gestartet. Vermeintlich als Erster. Und dann ist vor mir schon eine Lampele gewesen da in der Wand. Und dann ist mein Ziel gewesen, das Lampele muss ich einholen. Das. Und das hat mich irgendwie auch angetrieben. Aber dann habe ich nie geholt, weil oben in Oberndal bin ich noch ziemlich langsam geworden, weil mir die Höhe endlich ziemlich eingebremst hat. Und auf dem Gipfel oben war ein richtiges Bergserlebnis. Das ist schon ein erhabenes Gefühl, wenn du oben sitzt nach dem Kreuzsee. Und das allein geschafft hast, ist schon ein Traum gewesen. Er ist eigentlich von Anfang an schon da gewesen. Er ist, in Jalm schon gesagt, erster kommt der Berg, noch lang nichts und nachher Ski. Ja, ist so. Aber sonst hätte man einen anderen suchen müssen. Eisklettern ist eine faszinierende Spielform am Berg. Faszinierend und gefährlich zugleich. Das Besondere in unserer Freundschaft war, dass es in Anfang wirklich ein Kletterteam war. Dann ist die Freundschaft mit der Zeit eben richtig intensiver geworden. Und die Angelika hat mir in voll vielen Situationen wirklich aus der Patsche geholfen. Und dafür ist hundertprozentig Verlass. Mit der Barbara klettere ich jetzt seit fast 20 Jahren und auf die Barbara kann ich mich allem verlassen. Ich habe mit 12 Jahren beim Kletterkurs in der Meraner Halle angefangen mit dem Klettern. Und bin aus mehreren Metern gleich einmal am Anfang bis auf den Boden hochgeflogen. Haben mir glücklicherweise nicht weh getan. Aber ich habe danach mit dem Klettern weitergemacht und alle anderen von dem Kurs haben es dann gelassen. Als reine Frauensoalschaft sticht man manchmal schon außer. Die Barbara ist meine beste Freundin.
Wir sind seit 20 Jahren befreundet, klettern miteinander, unternehmen einen Haufen, fahren miteinander in Urlaub. Oh, ja. Ich fahre voll gern weg, am liebsten mit der Angelika. Und daheim kann ich perfekt ausschalten. Alles, was sonst so Alltag ist, kann ich jetzt einfach zurücklassen. Und das gibt mir richtig Energie. Durchs Klettern kommen wir allem wieder in neue Orte hin. Wir waren in Norwegen, Spanien und in viele andere Orte. Und dann schauen wir uns allem ganz gerne etwas an. Ja. Cappuccino. Ich noch einmal in Spanien mit der Sahne die Creme gemacht, wo man mal keine Milch gehabt hat. Die Tour Once in a Lifetime ist meine Idee gewesen, das für Solo zu probieren. Allein und ohne Seil klettern. Jeder kleinste Fehler hat tödliche Konsequenzen. Es ist gleichzeitig auch die reinste Form des Kletterns. Paul Hannes mir erzählt hat, dass er die Tour Once in a Lifetime für Solo geklettert ist. Da habe ich gedacht, boah, da braucht es wirklich Eier. Es ist einfach ein großes Risiko, weil passieren kann allem etwas, es kann von oben etwas hochkommen. Und ich habe fast ein bisschen Angst gekriegt um mich. Seit 5 Jahren sind wir eigentlich miteinander unterwegs und haben ein Dutzend Erstbegehungen miteinander gemacht, im Fels und Eis. Hannes ist einfach ein idealer Partner, weil er 30 Jahre älter ist, einen Haufen Erfahrung hat und er ist einfach ein brutal cooler Typ. Ich muss frisch starten, deswegen habe ich den Tag davor das Material zusammengepackt, und das Radl eine Tonne im Auto, bin in Langentorreiner gefahren, vom Parkplatz weg mit dem Radliner bis in Tollboden. Das hat ist super gegangen, weil ist die Loipe und der Fußweg super geklappt gewesen. Ich habe den Frisolo angehabt, weil ich zeitweise keinen Kletterpartner gefunden habe. Und nachher bin ich gegangen, weil ich wusste, die Verhältnisse sind gut. Und ich meine, das probiere ich alleine jetzt. Wenn ich alleine auf dem Wasserfall unterwegs bin, dann ist es eine riskante Sache. Man darf keinen Fehler machen. Aber um das mental zu bewältigen, habe ich halt eine Rückzugsmöglichkeit, halte ich mir allem offen. Habe ich ein Eisschaf mit und in der Saal, wenn es nicht passt, dann kann ich allem umkehren, kann ich absahlen und dann ist nicht der Tag gewesen. Wenn ich mich gut fühle, dann gehe ich weiter, dann passt es. Und wenn es nicht passt, dann ist auch schon oft vorgekommen, dass ich umkehre. Gefrorene Wasserfälle. Schön, aber zerbrechlich. In dem Moment, wenn ich beim Klettern bin, wenn als Frisolo vergisst um die herum eigentlich alles. Du kletterst, du konzentrierst dich voll auf deine Bewegung, auf dem Eis, auf den nächsten Spickelschlag.
Angst habe ich keine eigentlich, wenn ich Eis klettern für Solo. Weil sobald du Angst hast, musst du umkehren. Wenn ich mich sicher fühle, dann mache ich es. Und wenn ich Angst habe, dann gehe ich um. Sobald du einen Ausstieg kommst und das noch geschafft hast und das alles gut gelaufen ist, dann hast du ein gutes Gefühl, fühlst du dich richtig bestätigt. Sag mal, das ist schon etwas, etwas Eigenes ist. Das ist nicht, was jeder macht. Warum ich es für Solo Eisklettern mache, das ist etwas, was halt einfach einen Kick gibt, ein Abenteuer. Das ist etwas, was mich fasziniert hat, von Ding und eine Bestätigung gibt bei einem Moment, wenn man das gemacht hat, wenn man die Route durchgestiegen ist und das gut gegangen ist, alles ein Plan, dann ist es einfach für einen selber eine Bestätigung und man fühlt sich super. Wir Menschen haben alle eigentlich verlassen wir unsere Komfortzonen so gut wie nie. Ja. Wir haben an jeder Hausecke Apotheken, an jeder Hausecke einen Nahversorger. Und wenn es uns schlecht geht, dann ist immer wer da. Beim Basejumpen musst du organisiert sein. Du musst zu 100% funktionieren. Es muss alles passen, wie du den Schirm packst. Und die Konsequenz trägst du ganz allein. Respekt muss immer da sein vor dem Sport. Aber wenn die Angst zu präsent wird und man spürt sie nicht mehr richtig, dann ist das der falsche Zeitpunkt, um zu springen. Ich kann schon gut nachvollziehen, warum der Michael das macht, ja? Warum der Michael auf Berge geht und nachher dort oben springt. Natürlich ist das Thema vom Umdrehen und keinen Sprung machen, weil es vielleicht nicht passt von den Bedingungen her, das ist immer Thema. Also ich habe schon ganz oft umgedreht, bin oft nicht gesprungen. Es kann auch sein, dass, was auch schon vorkommen ist, dass du einfach nicht gut fühlst an dem Tag. Also ich glaube, wenn du zu viel Stress hast oder Ängste hast, bist du unsicher, dann ist es eine gute Sache, einfach umzudrehen. Ja. Also was für mich das Besondere ist an dem Spurt oder die Kombination ist, dass ich daheim in die Berge machen kann, also in den Berg, wo ich aufgewachsen bin. Zu dem Berg habe ich natürlich einen Bezug. Ich habe einen Großteil meiner Kindheit verbracht. Es ist halt die Zeit, wo ich so weit privilegiert bin, dass ich da einfach raufgehen kann und das genießen kann und dann einfach ins Tal zurückfliegen. Das ist nicht was Selbstverständliches. Das ist schon was Geniales eigentlich. Was muss passieren, dass ich den Sport nicht mehr betreibe oder dass ich aufhöre damit? Also ich glaube, objektive Aussage kann ich da jetzt nicht treffen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt oder ein existenzieller Punkt für mich ist, wir springen recht viel in einer Szene. Es sind immer die gleichen Leute. Es sind gute Freunde. Es sind eigentlich auch meine Herzensmenschen mittlerweile. Ich glaube, dass wenn da irgendwann was passieren wird, wissen die nicht genau, ob ich noch weiter springen wird. Wobei, das genau zu sagen, das kann ich nicht. Beim Basejumpen springst du nicht unter der Voraussicht, das geht nicht gut aus, sondern du springst, um ein wunderschönes Erlebnis zu haben. Du springst mit dem Wissen, du bist vorbereitet, so gut wie es geht. Klar habe ich Angst, dass er vielleicht irgendwann nicht mehr heimkommt. Aber ich weiß, wenn das irgendwann der Fall sein sollte, dann hat er genau in dem Moment das gemacht, was er machen wollte und war mit Herz und mit allem dabei. Und
dann wird's. Wird's mir. Für mich sind die Berge vielleicht stille Lehrmeister, die man entweder versteht man's und fühlt man sich wohl, kann man das genießen oder eben nicht. Und ich glaube, wenn man das in sich aufnehmen kann, dann verbringt man einfach seine Zeit da herum. Man kann sich fragen, warum man in die Berge geht. Für mich ist es einfach, eine Ruhe zu finden, eine schöne Zeit zu verbringen, weg sein, ein bisschen exponierter zu sein, dem Stress zu entfliehen, der im Tal vielleicht präsenter ist wie im Berg. Aber es ist auch ein großer Punkt, das wieder heimkommen, das wieder zurückkommen. Es ist ein abenteuerliches Leben. Momente, die richtig tief reingehen. Momente, die stärker sind als alles andere. Sie lassen unglaubliche Strapazen und sogar die Gefahr des eigenen Todes vergessen. Momente, die für immer bleiben. Eine Suche, die uns immer wieder in die Berge zieht. In unsere Berge. Eine Suche nach uns selbst. Es sind Erlebnisse, die uns formen. Die uns zu dem machen, was wir sind. Vielleicht sind wir, was wir tun. Vielleicht sind wir nur die Summe unserer Erfahrungen.